Auf dem großen Plan in Celle drehte sich alles um zwei Räder. Die Fahrrad AG Celle veranstaltete einen Aktionstag, bei dem Fahrradfahrer und die, die es noch werden wollen, rund ums Thema Fahrrad informiert wurden. Wir wollen den Fahrradverkehr in Celle attraktiver machen und sicherer machen. Deswegen informieren wir rund um den Radverkehr und nehmen uns aller Probleme an, die es hier so in Celle mit dem Fahrradverkehr gibt. Der Fahrradhändler Zweiradmeier informierte Besucher über die aktuellen Fahrradtrends und über die neuesten E-Bikes. Mit von der Partie waren auch die Polizei, die Verkehrswacht Celle und der ADFC, die speziell zum Thema Sicherheit beraten. Wir an unserem Stand, in unserem Informationsstand der Polizei, wir weisen einmal darauf hin, auf Diebstahlsicherung des Fahrrades, wie sichere ich mein Fahrrad richtig. Und zum anderen aber auch gehen wir darauf ein und geben Hinweise auf, wie verhalte ich mich denn richtig auf dem Fahrrad. Wir informieren heute über die Wichtigkeit des Helmtragens. Wir zeigen, wenn ein Helm aus 1 Meter Höhe fällt, anhand einer Melone, dass diese Melone weiterhin unbeschädigt ist, so wie es ein Kind, das mit Helm fährt, ebenfalls feststellen würde. Würde ein Kind aus 30 km/h ohne Helm stürzen, hätte es erhebliche Verletzungen davongetragen. Wir informieren über Radreisen, über das sichere Radfahren. Vor allem informieren wir auch darüber, wo soll der Radfahrer fahren. Und ich denke, es geht darum, dass wir gelassen in den Straßenverkehr gehen und auch mit Rücksicht.